As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Zu einer neuen Folge von Mark of the Ninja, 19. Teil. Oder 18. Ich glaube 19. Ne? Na, ihr werdet es schon wissen. Mein Name ist Martin. Und wir machen uns auf den Weg in die, oder vielmehr aus den Katakomben, oder noch tiefer in die Katakomben. Mal schauen. Looks like there's nowhere to go but down. Be sure to hold your nose. Ja, Fehlerbestenliste, da haben wir schon letztes Mal drüber geredet. 6 von 9 Ehre gesammelt. Unter aller Sau, Leute, unter aller Sau. Einfach nichts geschafft. Hoffen wir, dass es im nächsten Spiel besser wird. Lassen wir die Würfel rollen. So, was haben wir denn hier? Ist alles beim Alten geblieben, habe ich den Eindruck. 6 Punkte. Das hatte ich ja vorhin. Nein, Moment. Das hatten wir vorhin im Blick. Ach, das ist nur für 3 Punkte zu haben. Was ist das hier? Erledige durch Drückung von linker Maustaste an und Feinde aus deinem Versteck heraus. Das finde ich super. Das ganze Zeug bringt uns ja irgendwie nichts. Wir können uns ja damit gar nicht ausrüsten. Oder ich weiß immer noch nicht, wie es geht. Dann nehmen wir doch das hier. Das ist doch nicht schlecht. Ist das das Richtige? Ja, das ist das Richtige. Alles klar. So, und dann sind wir auch schon wieder pleite, wie üblich. Und weiter. Fertig mit der Verbesserung? Ja. Habe ich nicht gerade was gesagt? Wir können uns mit immer nur einem ausrüsten? Ach so, verstehe. Jetzt habe ich eine Maske, die mir 2 Ausrüstungspunkte ermöglicht. Und mit gerade dieser kann ich es nicht machen. Aber mit der Maske, die mir das nicht ermöglicht, kann ich es machen. Nur eben nicht mit der Maske, aber die Option habe ich. Verstehe ich das richtig? Klasse. Ja. Dann machen wir eben weiter wie bisher. Wow. Look at that chasm. My advice? Move fast and don't look down. So, finde einen Weg in die Oberfläche. Und das nach all dem, wo wir uns die Mühe gemacht haben, hier runterzukommen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir jetzt in den Katakomben sind. So viel zu den vorherigen Zielen. Doch werfen wir einen Blick auf die neuen. In der Hoffnung, dass das diesmal besser klappt. Finde einen Weg an die Oberfläche. Ja, dazu haben wir schon Äußerungen gehört. So. Töte 3 Wachen mit Gasmasken, die sich im Giftgas aufhalten. Okay. Verstecke 3 Leichen im letzten Raum. Was ist denn das für ein Ziel? Reite auf der Kiste den Schacht bis ganz nach oben, ohne runterzufallen. Oh, ich will das gar nicht wissen, wie das aussieht. Reite auf der Kiste den Schacht nach oben. Ich lasse mich überraschen. So, wo müssen wir denn hin? Das ist ja ziemlich weit. Aber immerhin scheinen wir schon zu wissen, wo der Weg an die Oberfläche ist. Das, wo wir noch nicht mal da waren. Also 3 Wachen mit Giftgas erledigen, die sich im Giftgas aufhalten, 3 Wachen im letzten Raum verstecken und dieses Kisten reiten. Viel Spaß. Nanu, was ist hier gerade los? Okay. Das sind wieder die Dinger, die kaputt gehen. Genau sowas habe ich erwartet, als ich das mit der Kiste gelesen habe, dass es hier jetzt so ein richtiges Jump'n'Run-Ding wird und man darauf achten muss, dass man nicht runterfällt.
wollen wir keine Zeit verschwenden. Go on, I'll catch up. Wenn du mir erzählst, wie du das machst, wäre ich dir dankbar. Zwei Gänge. This place is ancient. Watch your footing on those ledges. They don't look very solid. Okay. Dann möchte ich doch gerne erstmal wissen, was unten ist, denn einen Weg zurück werden wir wohl nicht haben. Halte dich bitte fest, Junge. Ich hab dir schon mal gesagt, nicht ich gehe hier drauf. Was bist du? Traust du dich nicht, oder was? This place is ancient. Watch your footing on those ledges. They don't look very solid. Sehe ich das gerade richtig, dass ich jetzt nicht mehr hier hochkomme? Also von dort unten. Oh Mann, hey, das sind doch jetzt hier wieder Wege, die man nicht zurückgehen kann, oder wie sieht das aus? Guckt euch mal den Abgrund hier an. Also ich könnte hier wahrscheinlich wieder hochklettern. Dann schauen wir mal, wie lange hältst du denn? Brichst du insgesamt? Nein, du brichst der Reihe nach ein. Boah, hey. Wozu brauche ich dich? Wahrscheinlich, wenn ich da runtergefallen wäre und mich ungeschickt angestellt hätte. Immerhin ist das hier schon mal ein Weg, der zum Punkt führt und nicht unbedingt zum nächsten Abschnitt. Boah, hey. Da kriechen wir uns durch alle Räumlichkeiten hier. Quetscht man sich entlang. Ich meine, wozu auch den Weg hier oben nehmen? Wenn man doch diesen hier wählen kann. I can't see the bottom, if there even is one. Also hier gibt's eindeutig kein Zurück. Aber da oben gibt's auch kein Zurück. Da gehe ich einmal entlang und dann geht das nicht mehr zurück. Das sind wahrscheinlich beides Wege, die zum gleichen Ziel führen. Die Frage ist nur, wo gibt's mehr Punkte und sonstiges Gedöns. Und hüpfen. Ach du Schande. Gott sei Dank knicken die hier nicht weg. Das hätte mir echt gerade noch gefehlt. Junge, Junge. Wo wir das ja auch so gut können mit dem Springen und Festhalten. So, jetzt ein Blick auf die Karte. Dann gehen wir doch mal nach links. Können wir nicht. Oder? Nein. Alles klar, dann geht das nicht. Dann nehme ich an, dass auf beiden Wegen gleichermaßen gleich viel Punkte und etc. sind. Was mache ich hiermit? Ah, okay. Infolgedessen ist egal, ist welchen Weg man wählt. Wohin führst du denn? That corridor is full of poison. If you move fast, it won't kill you. I just hope there's fresh air on the other side. Ja, das sind mir die liebsten Situationen. Klassisch wie ein Horrorfilm. Wenn die Zeit drängt und der Gegner schon vor der Haustür steht. Was machen? Was machen? Risiko auf sich nehmen oder nicht? Da bleibt nicht mal Zeit, sich zu überlegen, welcher Tod der angenehmere ist. Must never fear death. But Tatsuji refused to die. He was corrupted by a power that had no purpose. I give my last coins to an old scar-cheeked merchant. What have I to lose? Der hat jetzt aber nicht gerade von Geld geredet, oder? Also Geld, wie ich es kenne. Als Ninja.
dachte, da steckt so viel mehr dahinter. Philosophie und Ethik und was es da so alles gibt. Ey, er weigert sich offenbar, den Weg zu wählen. Kriege ich denn eine Anzeige? Naja, wie auch immer. Ja, ich kriege eine Anzeige. Und lädt sie sich wieder auf? Sie beginnt immer von neuem, alles klar. Diese... Oh, leck mich, hey, die sind ja ziemlich schnell. Kletter, kletter! Oh, das geht ja ruckzuck. Ja, da kann ich schon wieder von vorne starten. Lauf! Ja, da ist jetzt ein Gamepad, glaube ich, echt von Vorteil. Aber ich will nicht meckern. Hier liegt die große Herausforderung bei der Tastatur. Alle, die das Spiel mit Tastatur spielen, die wissen, was Sache ist. Wie Spider-Man. They're using those crates to haul weapons. Nobody will notice if you ride along too. Okay. Das ist offenbar das Kistenreiben, ohne runterzufallen. Alles klar. Da möchte ich doch vorher mal wissen, ob jemand da ist. Hallo? Nein. Was haben wir denn noch? Wieder das Gleiche. Ah nein, das brauche ich nicht. So. Nein, nein, der Hebel. Den brauchen wir hier. Das wird aber wohl nicht die Kiste sein. Okay. Okay, und jetzt rollst du hier hin und her, ja? Korrekt. Ey. Aufpassen, dass du hier nicht aufgespießt wirst von diesem Stück Fels. Ja, ein Glück, dass wir das mittlerweile erforscht hätten, sonst würden wir da wahrscheinlich gar nicht, also viel mehr gelernt haben, sonst würden wir da ja gar nicht vorankommen. So wenig Zeit wieder bleibt. Oder ich müsste die Kiste natürlich stoppen. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber wer macht das schon? Wer denn das hier kann? Die Schmugglertunnels. Sieh mal an. Ihr könnt was, was ich nicht kann. Ich kann was, was ihr nicht könnt. Komme ich noch nicht rein, ne? Die Dinger scheinen offenbar nicht sehr laut zu sein. Okay, das sind offenbar die Leitbahnen. Töte drei Leute, die mit Gasmasken im Gas stehen. Da hätten wir doch schon zwei. Alter, wohin fährst du denn? Nanu? Lässt man mich hier einfach alleine? Hallo? Fährt es jetzt hier wieder zurück oder fährt es einmal drumherum? Hallo? Ich höre es nicht mehr. Jetzt höre ich es wieder. Was ist denn das hier? Achso, das ist von der Anzeige, okay. Also ich möchte jetzt ungern entlang rennen, das macht ja gar keinen Sinn.
Aber ich höre doch die Kiste. Die ist auf dem Weg her, oder? Die kommt jetzt von oben, nehme ich an. Na? Na, trau dich? Ich sehe schon, wenn wir hier drauf gehen. Das wird ein langes Video, Leute. Das wird ein langes Video. Hallo? Oder ist das jetzt die Kiste, von der wir nicht runterfallen sollen? Es kann ja nicht sein, dass sie so früh schon kommt. Wie sieht das denn hier aus? Oh Mann, die kommt nicht von dort oben. Die fährt jetzt den ganzen Weg hin und dann wieder zurück. Ich nehme an, der Hebel stoppt sie, oder? Jetzt höre ich nichts mehr, nein. Gut, dann warten wir eben. Sonst erledigen uns da unten noch die Wachen. Da renne ich jetzt nicht durch. Ich weiß auch nicht, wie lang die Strecke da ist. Also gut. Danke. Jetzt hätte ich es mir doch noch sparen können. Also Nerven hat die Kiste, das muss man da schon mal lassen. Da oben vielleicht sogar noch etwas zu holen? Nein, leider nicht. So, wir gehen hier auf die andere Seite, dann werden wir nicht gleich entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt, die Wachen unten zu holen. Wenn die Kiste ständig in Bewegung ist, müssen wir die ja noch einholen. Und solange wie die hier unterwegs war. Gut, jetzt hoffe ich, dass der die anderen nicht entdeckt, die Leiche. Ich weiß nicht so recht, was es sich hiermit auf sich hat. Soll ich das jetzt schon nutzen oder nicht? Haben wir eine schon erledigt? Ich weiß jetzt nicht, ob das hier zuzählt, Mann. Ich habe das bisher noch immer nicht gerafft. Gut möglich, dass ich in der vorigen Folge das schon mal erkannt habe. Dann liegen halt auch immer wieder ein paar Tage bis Wochen zwischen den Aufnahmen, je nachdem. Fällst du hier gleich runter? Also ich muss die andere Wache da jetzt auch noch holen, sonst wird die Leiche entdeckt und dann ist hier Ende Gelände. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich habe den Eindruck, dass du hier gerade den Dienst verweigerst. Ja, wie jetzt? Dumm Witz? Nee, das riskiere ich nicht. Was hat man sich denn dabei gedacht? Wahrscheinlich nicht viel. Ah, jetzt dachte ich schon, ich wurde da entdeckt über der Leiche. Also ich sehe hier nicht einer von drei erledigt. Ich gehe jetzt davon aus, dass das nicht zählt. So, was haben wir hier?
Hey, dieser Architekt, der hier Katakomben designt hat. Ich nehme an, die laufen jetzt die Treppen runter. Und hier geht es natürlich nicht weiter, ja, klasse. Die laufen die Treppen runter, oder? Die laufen die Treppen runter, verdammt. Immerhin gucken sie nicht runter. So dicht aufeinander wie die stehen. Nicht gerade einfach, die zu erledigen. Oh, sieh an. Sollen wir uns die zwei holen? Die holen wir uns. Ich meine, was sind wir denn für ein Legion, wenn wir das nicht machen? Wo seid ihr denn? Ihr seid schon auf dem Weg nach oben. Dann holen wir euch. Ich dachte, der andere kommt da schon. So. Da ist der erste. Oh. 200 weitere Punkte können nicht schaden. Erledigt. Wunderbar. Ach, das lief doch besser als gedacht. Weiß gar nicht, was ich da hatte. Muss ich nur trauen? Sieh an. Okay. Diesmal hängen wir uns hier gleich dran. Nein, diesmal hängen wir uns nicht gleich dran. Dann muss ich den von hier aus möglicherweise erledigen. Ach, sieh an. Dann machen wir das so. Gerade noch geschafft, gerade noch geschafft. Ja, dafür war das wohl nicht unbedingt gedacht. Wahrscheinlich hätte ich das hier mit blockieren sollen, aber okay. Die fährt wahrscheinlich nicht weiter, so wie das hier aussieht. Oh. Oh oh. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir das hier noch schaffen. Gut. Jetzt hätten wir nämlich ein Problem. So, einmal die Wand hoch. Und rüber. Jetzt spring doch da hoch! Ich kann es gerade nicht lesen, weil ich mich hier konzentrieren muss. Folge dem Frachtcontainer. Okay, da geht's nicht weiter. Da ist Giftgas. Welchem Frachtcontainer? Mal kann ich hier auch einfach hochspringen. Tatsächlich. Nein, oh, Typ. Ist dein Ernst? So, jetzt geht das da hoch.
Okay, okay, okay. Okay. Oh! So eine Scheiße. Ah, ich dachte, die gehen kaputt. Ah, da habe ich mich vertan. Soll denn das jetzt hier gut gehen? Also nochmal mache ich es mit dem Kasten da ganz sicher nicht. Wobei ich muss offenbar. Ach Scheiße. Kann ich mich da oben dran hängen? Ja, kann ich. Ich komme da halt auch nicht hin. Ah doch, komme ich. Ach Mann, ey. So. Das ist der erste. Weißt du, da kriegt man so, so eine Kiste vorgesetzt und dann denkt man sich, ha ja, fährt man doch mal gemütlich nach oben. Gönnt sich ein Päuschen von all der Anstrengung. Und dann sowas. Hast du nur an der Nase herumgeführt. Von wegen Päuschen. Hm. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich die Kiste wiederholen. Aha. Wo ist denn das Giftgas plötzlich hingekommen? Und wieder hergekommen. So, kommst du jetzt wieder runter? War das die? Oh, es war sie. Ach Mann. Na, immerhin haben wir das obere Ziel erreicht. Naja, gut. Wir machen hier einen kurzen Cut. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dann.